Jawohl, zurück in Ingolstadt mit einem Wechsel bei den Gästen aus München. Walter Dramer wird den schwachen Yannick Bandowski ersetzen. Der Neuzugang aus Dortmund, der heute kaum in die Partie gefunden hat. Das gilt allerdings auch für viele Münchner, die kaum ins Spiel gefunden haben. Ingolstadt von rechts nach links führt durch Lukas Hinterseher und hat beste Chancen nach den Pleiten gegen Sandhausen und gegen Aalen endlich mal wieder zu gewinnen. War überdominant in der ersten Halbzeit, hatte große Chancen, könnte höher führen. Das ist sicherlich das Einzige, was sich die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl vorwerfen muss. Die gleich wiederkommt mit Pascal Groß und Lukas Hinterseher. Klasse gedacht. Bleibt hängen an Rama. Lukas Hinterseher. Gut nachgesetzt von Alfredo Morales. Kriegt dann aber keine Kontrolle mehr hinter dem Ball und kann ihn nicht vors Tor bringen. Matthew Lecky nochmal mit dieser Chance kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als er den Kopfball vorbeisetzte. Hätte das Tor sein können. Und damit dann ja auch schon die sichere 2:0 Halbzeitführung. So ist theoretisch für München noch alles drin. Dafür allerdings muss offensiv auch einiges gesteigert werden im Vergleich zum ersten Durchgang. Daniel Adlung versucht es gleich mal. Alleine Özcan lässt abprallen. Und es ist das Eigentor von Ramazan Özcan. Oder von Soares. Das hängt ganz ab, wie Sie sehen wollen. War das kurios. Özcan war dran beim Schuss von Adlung, die einfach mal mutig abzog. Dann setzt Soares den Ball Richtung eigenes Tor. Und Özcan stolpert ihn letztlich ins eigene Tor. Was ist denn da passiert bei Ingolstadt? Bin gespannt, wie das jetzt gewertet wird, aber das ist letztlich ja auch nur die Randnotiz. 1:1, erster Torschuss der Münchner Löwen und gleich der Ausgleich mit freundlicher Mithilfe eines erneut wackelnden Tabellenführers. Da haben wir die Loblieder gesungen auf sie, dass sie die Kontrolle erlangt haben, dass sie versuchen, die Pleiten rauszukriegen und dann dieser Patzer Özcan war überragend dran für mich. Aber dass dann das passiert, das sieht man einmal in einer Saison. Und damit alle Möglichkeiten jetzt wieder für die Gäste, die gleich mal nach vorne kommen mit Walter Dramer. Und anderen. Gibt es hier die Wende? Gibt es hier die nächste Überraschung beim Tabellenführer Julian Weigel? Nächste Chance! Oh Gott, hier! Hat das Tor gemacht. Den Ausgleich am 20. September gegen Ingolstadt. Jetzt kommt Plädel für Stefan Lix. Und bei München 60 wird Stahl kommen. Der jetzt Weigel ersetzt, Dominik Stahl, ist seit Beginn seiner Karriere bei den Löwen, seit 2009 im Profikader, davor 2 Jahre in der zweiten Mannschaft, hat insgesamt 109 Spiele gemacht für die erste Mannschaft, dazu 60 Spiele für die zweite. Löwen-Urgestein Dominik Stahl, das aber zunächst die Chance für Alfredo Morales. Eicher mal mit einer sicheren Tat. Auch der Torwart hat nie woanders gespielt als in München. So, kurzes Gespräch. Aber keine Diskussion. Gelb für Pascal Groß. Schauen wir auf die Situation, grätscht hier am Ende von hinten in anderen Reihen. Gelb kann man geben, das weiß der Spielmacher Pascal Groß am besten. Nächster Wechsel, jetzt kommt Max Christiansen, Hinrunde bei Hansa Rostock gespielt, kam im Winter dann nach Ingolstadt, könnte im nächsten Jahr Bundesliga spielen,
und hätte damit immer innerhalb von einem Jahr den Sprung gemacht aus der dritten Liga in die Bundesliga. Talentierter Fußballer, der jetzt also spielen wird für den FC Ingolstadt. Jetzt aber erstmal der Freischuss. Und das ist eine gute Position, die jetzt Löwenkapitän Daniel Adlung nutzen kann. Vier Ingolstädter in der Mauer. Adlung wird ausführen, steht zumindest bereit. Daniel Adlung! War mir drin, weiß er ganz genau. Die Position war fast zu dicht vom Tor. Die Mauer stand dazu gut. Und so kann Adlung diesen Ball dann nur mit Risiko drüber setzen. Abstoß für Ramazan Özcan. Max Christiansen jetzt gleich mal am Ball. 2014 überhaupt erst bei Hansa Rostock in die Mannschaft gekommen. Spiel läuft weiter für Okotie, auch wenn da jetzt Hübner liegt und sich nur allmählich aufrappeln kann, der Ingolstädter Innenverteidiger. Heißt also jetzt, dass zumindest einer nach hinten kommen muss. Dominik Stahl im Zusammenspiel mit Okotie. Nochmal Stahl. Dominik Stahl! 10 Tore in seiner Laufbahn für Münchens Löwen. Zum 11. fehlt nicht viel, weil die Ingolstädter Mannschaft natürlich auch grundverunsichert war. Für Hübner geht es jetzt zunächst einmal weiter. Zumindest kein Wechsel angezeigt. Schauen wir mal auf den Platz. Pledel. Lecky, schön gedacht. Endstation bei Kagelmacher. Fehlpass von Adan. Pledel. Pascal Groß, gute Reingabe für Matthew Lecky. Kommt aber nichts im Kopfball. 20 Minuten noch in Ingolstadt bei einem Spiel, das eigentlich schon entschieden war, zumindest dachten wir das, dass es mit dem 1:0 der Tabellenspitzenmannschaft hier eigentlich schon geklärt ist. Dann kam dieser Fehler von Özcan und plötzlich ist hier alles möglich im zweiten Durchgang, auch für die Gäste aus München. Adan, nächster Angriff, gut für Walter Drammer, mit ganz viel Gefühl reingeflankt. Van Anderen, jetzt muss gewechselt werden. Wir sehen es. Levels kommt für den offensichtlich nicht mehr fit zu kriegenden Hübner. Hat sich da verletzt in einer Situation und muss jetzt raus. Benjamin Hübner. Wäre bitter. Der Ingolstädter Kader ist in der Breite nun wirklich nicht so groß, dass sie den ersetzen können. Sie hätten einen Andrej Mijatovic, ehemaliger Herr Taner für die Innenverteidigung. Heute soll es erstmal Levels machen. Weil der Drama und Christiansen, ganz wichtig, verhindert den Eckball. So, also Levels wird nach innen gehen. Bauer bleibt rechts. Levels eigentlich Rechtsverteidiger. Anan, gut nachgesetzt. Und ganz wichtig davor, Drama noch rauszuköpfen. Missverständnis mit Christiansen und Robert Bauer. Dominik Stahl, Anan Adlung und Okotie.
Stahl. Anan, Adlung. Kombinationen sind deutlich sicherer als noch zu Beginn der Partie. Christian, Simon, Kagelmacher, Adlung. Klasse gespielt. Anan und einmal quer rüber. Doch nicht. Oh Gott, hier. Christian, Simon. Nächster Ball raus. Hewels. Jetzt als Innenverteidiger gefordert. Erste Probe hat er gut gemacht. Ehemaliger Düsseldorfer Tobias Lewels kam als Ersatz für den verletzten Da Costa. War vertragslos, deswegen konnte er im Verlauf der Hinrunde vom FC Ingolstadt verpflichtet werden. Walde Drama. Nächster Angriff über links. Über Rama. Und Wittek. Adlung vorbei an Matip. Daniel Adlung. Rama. Ballverlust an Christiansen. Dauert etwas zu lange, bis sie dann zum Abschluss kommen. Bei den Chancen für die Löwen, da wären mehr drin, wenn sie etwas mehr Tempo mitnehmen, dann einen Adlung auch mal abziehen würde. So, sonst warten sie in aller Regel zu lange und dann ist der Ball irgendwann auch wieder vom Gegenspieler weggespielt. Max Christiansen. Pascal Groß. Christiansen. In der Mitte wäre mehr Platz. Suarez. Pledel. Gegen Kagelmacher. Abgegrätscht vom Münchner Rechtsverteidiger. Gibt nochmal Eckball. Für den FC Ingolstadt hat Kagelmacher sehr gut gemacht. Geht er rechtzeitig gegen Pedel dazwischen, bevor dieser flanken kann. Und somit also nochmal Eckball für Pascal Groß und den FC Ingolstadt. Nachspielzeit läuft. Vielleicht die letzte Chance des Abends. Eicher in die Arme gespielt. Ecke war schwach ausgeführt von Pascal Groß. Bleibt der FC Ingolstadt tatsächlich auch das dritte Spiel in Serie ohne Sieg, dann würde der Vorsprung auf gerade mal 4 Punkte reduziert werden. In 2 Wochen schon könnte ein Verfolger vorbeiziehen am FC Ingolstadt. Das liegt an den jetzt doch Misserfolgen in Serie. Sandhausen 1-3, Aalen 1-1, München 1-1. Das ist dann für einen Aufsteiger sicherlich ein Spiel zu wenig, das man gewinnen kann. Zumal alles drei jetzt auch keine Konkurrenten waren, sondern eigentlich eher Mannschaften aus dem Tabellenkeller. München würde den ganz großen Sprung verpassen, aber zumindest sich etwas distanzieren von Erzgebirge Aue. Genauso ist es 1-1 im Audi Sportpark an diesem Montagabend. Der FC Ingolstadt hat sich selber am Ende den Sieg genommen durch dieses Missverständnis, durch diese unglückliche Aktion von Ramazan Özcan und Danilo Soares, der jetzt sehen wir es also als Eigentorschütze gewertet wird. Unglücklich für Ingolstadt. München war eigentlich klar unterlegen und hat sich dann am Ende selber motivieren können, kam in die Partie durch den Fehler der Ingolstädter in einer Partie, die zur Halbzeit eigentlich schon entschieden war. Wir dachten das zumindest, dass die Münchner hier nicht mehr zurückfinden werden. So kann man sich täuschen. 1-1, ein faires Ergebnis für ein Spiel, das ausgeglichen war. Man hat nicht den Abstand von 1-15 erkannt in der Tabelle und somit also wird Ingolstadt weiter bangen müssen um den Bundesliga-Aufstieg. Für die Löwen geht es momentan noch nicht ganz nach oben, aber zumindest hat man den Vorsprung, hat man die Chancen und hat heute gesehen, dass es gehen kann. Nächste Woche geht es weiter für Ingolstadt, dann beim Auswärtsspiel am Freitagabend bereits gegen Erzgebirge Aue. Die Münchner Löwen spielen zu Hause gegen den SV Sandhausen und werden dann im Abschiedskampf wichtige Punkte holen können, wenn sie gewinnen gegen Sandhausen. Das war's. Wir sagen Tschüss aus Ingolstadt. Unter der Woche DFB-Pokal unter anderem mit Leverkusen gegen Kaiserslautern und weiteren Partien dann hier auf diesem Kanal. Tschüss aus Ingolstadt.